Hallo, mein Name ist Dr. Meier. Ich bin Fachärztin für Radiologie und erkläre Ihnen in diesem Video, wie eine Magnetresonanztomographie abläuft. Lisa hat seit einiger Zeit Kopfschmerzen. Sie geht mit ihren Beschwerden zum Hausarzt. Ihr Hausarzt überweist Lisa für einen Ausschluss eines Tumors zum MRI ans KSB. Lisa fragt sich nun, wie so etwas abläuft und ob sie sich Sorgen machen muss. Die Magnetresonanztomographie, im Englischen kurz MRI, ist eine wichtige radiologische Untersuchung. So läuft sie ab. Lisa wird vor der Untersuchung ausführlich über den Ablauf, Risikofaktoren und mögliche Nebenwirkungen aufgeklärt. Außerdem muss aufgrund der starken Magnetfelder geklärt werden, ob Lisa metallische Gegenstände am Körper trägt. Auch elektrische Geräte oder Implantate, wie zum Beispiel Hörgeräte, müssen Patienten spätestens im Aufklärungsgespräch angeben. Bevor die Untersuchung beginnen kann, muss Lisa das Aufklärungsformular ausfüllen. Danach zieht sie sich um und legt alle metallischen und elektrischen Gegenstände ab. Anschließend wird ein venöser Zugang für das Kontrastmittel gelegt. Das ist nötig, um die Gefäße und die unterschiedlichen Gewebearten optisch besser voneinander abgrenzen zu können. Das Kontrastmittel ist in der Regel gut verträglich. Lisa fragt sich nun, ob das Mittel schädlich ist. Nein. Das Kontrastmittel hat äußerst selten Nebenwirkungen. Nun kann es losgehen. Im Magnetresonanztomograph, auch Kernspintomograph genannt, wird das Körperinnere mit Hilfe von Magnetfeldern und Radiowellen untersucht. Es entsteht ein lautes, surrendes Geräusch. Lisa kann zur Ablenkung Musik hören oder Ohrstöpsel tragen. Lisa muss keine Angst vor der Untersuchung haben. Die Röhren der modernen Geräte, auf denen die Patienten während der Untersuchung im MRI liegen, sind heutzutage weit. Bei Platzangst kann sich Lisa aber im Vorfeld an das Personal wenden. Der Scan wird optimal auf Lisa angepasst, sodass die Gefäße und das Hirngewebe bestmöglich dargestellt werden. Die Untersuchung dauert etwa 20 Minuten. Es ist immer jemand in ihrer Nähe und man kann sich zu jeder Zeit bemerkbar machen. Nach der Untersuchung wird der Befund von den Radiologen am KSB an ihren Hausarzt übermittelt. Glücklicherweise kann in Lisas Fall ein Tumor ausgeschlossen werden. Ihr geht es etwas besser und sie kann nach Hause gehen.